Laut einer aktuellen Umfrage sind 58% für den Rücktritt unseres Bundeskanzlers im Fall einer Anklage. Ich wollte herausfinden, wie es hier in der Region aussieht und habe ganz direkt nachgefragt. Ja, hätte er sowieso schon längst zu ihm, glaube ich. Ja, bin ich der Meinung. Ja, die allgemeine Situation. Wie er sich verhält, wie seine Dinge sind, was er wann wie sagt, seine Ausbesserungen, Meinungsänderungen. Ja. Ja. Er widerspricht sich hin und wieder bei seinen Aussagen und das ist jetzt nicht so, wie soll ich sagen, und ich transparent mal, meiner Meinung nach. Und was hat er zum Strache gesagt? Irgendwer, der angeklagt ist, sollte nicht in der Regierung sein und ja, genau. Er für sie, wie er, gilt das nicht. Vielleicht hilft ihm seine Mama. Soll nicht zurücktreten. Warum nicht? Ja, weil er gut ist. Weil er der Beste ist, weil wir keinen Besseren haben in Österreich. Und den Quagel, hätte ich bald gesagt, um ein deutsches Wort zu gebrauchen, den die Opposition betreibt, den brauchen wir ja nicht. Nicht? Warum hat denn die Frau Rendi Wagner nur 20%? Weil sie so gut ist. Und die Freiheitlichen, was willst du mit denen? Die kenne ich alle eingesperrt. Wenn er mal eine Anklage hat, dann wird er irgendwas ausgefressen haben, Entschuldigung, diesen Ausdruck. Und ansonsten wäre er nicht angeklagt worden. Und wenn er freigesprochen wird, dann sollte er sich neu wählen lassen. Ich glaube, er hat nichts Unrecht dann. Ich glaube, die ganze Gehässigkeit heute überall ist ja schon nicht mehr wahr. Das ist ja nicht mehr schön, wie sie die benehmen, oder? Das wird ja jeder angeklagt. Jetzt haben sie da schon wieder wen, wenn sie angeklagt haben. Ne? Das ist, finde ich, kein Kinderkram. Kindergarten geht es nicht so zu, wie bei uns im Parlament. Naja, wenn man Anklage hat als Bundeskanzler, sollte man schon den Mut haben, zurücktreten. Ja, weil das sich das so gehört für einen Politiker, wenn er angeklagt wird. Weil er unbrauchbar ist, ganz einfach. Nein, in keinem Fall. Warum nicht? Das ist ja wohl logisch. Das ist der beste Bundeskanzler, was wir gehabt haben, seit langem. Für mich. Nein, auf keinen Fall. Warum nicht? Ja, weil es nur andere Kasperl geben, die was auch hinten und vorne was tragen, wieso gerade er. Nein, bin ich nicht der Meinung. Der Bundeskanzler, der unter Anklage steht, nicht glaubwürdig ist und auch nicht befähigt ist, unser Land zu vertreten. Einer, der was das Land so vertritt, der muss natürlich auch kompetent. Der muss gegen jeden Zweifel erhoben sein. Ja, und eigentlich muss man sagen, wenn wir zum Beispiel irgendwas anstellen, dann werden wir auch zur Rechenschaft zogen. Und wenn er Falschaussage, ich meine, das ist jetzt noch umstritten, ist das eine Falschaussage gewesen oder hat er eigentlich nur was gesagt, was eigentlich nicht so korrekt war, sagen wir so. Ne? Also ich denke mal, man sollte noch abwarten, wie das jetzt entschieden wird, aber sollte es zu einer Anklage kommen, kann man nicht Bundeskanzler sein. Das passt irgendwie nicht zusammen. Nein. Unsere heutige Umfrage hat gezeigt, rund 50% sind dafür und rund 50% dagegen. Aber eines ist klar, es ist ein Thema, das offensichtlich polarisiert.